Jetzt im Fisch- und Fangshop erhältlich. Die Profiliga Siegerbox. Das Beste der Besten und ein Muss für jeden Raubfischangler. Die Fisch- und Fang-Profiliga wird ja mit großem Interesse verfolgt und die Redaktion hat sich die Mühe gemacht und hat die drei fängigsten Köder der bis jetzt gelaufenen Profiligen herausgesucht und die Köder zusammengestellt, die die meisten Punkte gebracht haben, den Teilnehmern, und in einer Fisch- und Fang-Siegerbox zusammengefasst. Ich hatte ja das große Glück, die letzte Profiliga zu gewinnen und bin besonders stolz, dass ich das mit dem eigenen Gerät und mit den eigenen Ködern eben geschafft habe. Und ein Köder hat mir da besonders entscheidende Punkte geliefert, besonders im Halb- und im Finale. Und das war der Zanderkant Junior Kauli im Dekor Nachtschatten. Ja, so ein bisschen Grundelimitat, ne? Der hat keine UV-Aktivität und in gewissen Situationen eben wirklich der Bringer gewesen und vom Ufer aus besonders weit zu werfen, ne? Weil er halt diese kleine Fischform, diese kompakte hat mit 9 cm, der trudelt nicht und hat eine hohe Lauffrequenz und passt hier vorne angeflacht, passt der Bleikopf gut ran. Und da habe ich zum Beispiel beim Halbfinale Hinspiel gegen Uli Bayer am Panerdenkanal eben auch das Triple erwischt und der besonders wichtige Fisch war eben in dem Moment am Ende dann der 41er Barsch, der mich eben auf dem Uli wieder hat ranrücken lassen, wo wir dann nur noch 9 Punkte auseinander waren und das war ein sehr, sehr entscheidender Fisch. Und als ich dann im Rückspiel im Halbfinale Uli an die Talsperre Pöhl eingeladen habe, konnte ich meine beiden Wertungsfische, den knapp 60er Zander, ne, und auch meinen Barsch, auch mit dem Junior Kauli erwischen. Ne. Das enttarnte Dekor, also dunkler Bauch und heller Rücken, ja, obwohl es ein dunkler Köder ist, hat besonders in diesen klaren Gewässern sehr, sehr gut immer gezündet. Auch da bei dem Spiel und wenn ich weit werfen muss, ne, durch die kompakte Form kann ich ihn mega weit schmeißen, kam ich auch an die richtigen tiefen Kanten eben ran, die ich da kannte und das hat mir dann meine Fische quasi und meine ganz wichtigen Punkte eben gebracht, um Uli noch einzuholen. Und dann war ich schon im Finale, ne, und traf dort auf Dietmar Isaias, ne, den habe ich zur Elbe eingeladen, ne, er hat sich ja auch ins Finale hochgeangelt und da war ja die legendäre Geschichte mit dem ersten Wurf und den 92er Zander. Da war der Zanderkant Kauli in 12 cm im Spiel in der Farbe Pinky, also nicht der Junior Kauli. Aber im Rückspiel, als mich dann Dietmar nach Holland eingeladen hat zum Rhein, brauchte ich dann zur Mittagszeit unbedingt den Barsch. Wir hatten schon die Strecke gewechselt, ich bin schon total ins Schwitzen gekommen und es hat die Sonne drauf geschienen und da hat mir der Zanderkant Junior Kauli in dem Dekor Nachtschatten eben noch diesen Rettungsfisch, also quasi den 37er Barsch, der in dem Moment so wichtig für mich war, eben noch gebracht. Und auf jeden Fall habe ich mich dann mega gefreut. Und eigentlich hat mir dann dieser Barsch, der auf den Köder hier kam, den Sieg gebracht. Apropos Dietmar Isaias. Ja, Dietmar hat es ja geschafft, sich zweimal ins Finale der Profiliga hochzuangeln. Ja, das muss man erstmal machen. Und er hat die meisten Punkte oder die entscheidendsten Fische mit dem Pro-Shad von Fox gefangen, ja, mit dem Fox Pro-Shad in Natural Perch. Der hat einen fluoreszierenden Schwanzteller hinten, ist auch ein bisschen UV-aktiv generell, ne? Und auch ein kompakter Köder, lässt sich sehr weit werfen, kommt auch nicht ins Trudeln, ne? Und ist lebhaft im Lauf, hat hinten einen dünnen Schwanzstiel, ne, dass das Schwänzchen auch sehr, sehr lebendig läuft und nicht zu vergessen, wo er gegen Klaus Mittmann so zurücklag, weil ja Klaus den Meterhecht gefangen hatte und sogar im Rückspiel gegen Dietmar auch den Meterhecht eben erwischt hat am Rhein, hat er sich trotzdem durchsetzen können und hat auf diesen Köder innerhalb von den ersten 5 Minuten der Partie das Triple gefangen. Sonne? Komm mal, was soll ich sagen? Keiner der ganzen Leute hat in den ersten 5 Minuten alle drei Fischarten gefangen. Warte mal, hab ich schon gerade wieder. Du drückst hinten runter, ich halte die Messlatte gerade. 40. Der dritte Köder in der Fisch- und Fang-Profiliga Siegerbox ist der Bass Assassin Sea Shad in der Farbe Salt and Pepper. Damit hat Jan Lock, der ja nicht zu den bekanntesten Gummifischanglern gehört und eher Allrounder ist, einen absoluten Durchmarsch durch die erste Profiliga geschafft. Besonders herausragend hat er gefangen gegen Uli Bayer an der Merwede in Holland und hat dort mehrere Zander im Hin- und Rückspiel, es war ja am selben Gewässer, mit diesem Köder die Zander gefangen und gepunktet. Uli Bayer hat selbst auch mit diesem Köder gefischt
und hat damit einen großen Hecht gepunktet in dem Spiel mit Jan. Und auch gegen mich an dem Panadensch-Kanal kann ich mich erinnern, dass er mit dem Köder einen Hecht erwischt hat. Und im Profiliga-Finale, Jan Lok gegen Dietmar Esaias, hat es da Jan geschafft, einen 49er Zander zu fangen mit dem Köder, noch diverse andere Zander und auch noch einen schönen Barsch und hat am Ende eben durch diesen Köder eben die Profiliga für sich entscheiden können, die erste. Die fängigsten Köder der Fisch- und Fang-Profiliga in einer Box beinhaltet 5 Stück Zanderkant Junior Kauli im Dekor Nachtschatten, 9 cm, 5 Stück Fox Brochet in der Farbe Natural Perch, 10 cm und 5 Stück Bass Assassin Sea Shad, 12 cm in der Farbe Salt and Pepper, also Salz und Pfeffer mit dem UV-aktiven grünen Schwänzchen. Das war aber nicht alles. Dazu sind noch 6 Chickköpfe, die von der Größe her 3,0 auf diese Köder passen, ne, von 10, 15 und 20 Gramm und saustarke Einhänger von Profi-Blinker, die nicht aufgehen, die absolut top sind, die sich schon seit Jahren bewährt haben und mit zu den Besten am Markt zählen. Das alles wird geliefert in einer wasserdichten Box mit einer Gummidichtung dran und das demonstriere ich jetzt gleich mal. Ja, die ist dicht. Die Fisch und Fang Profiliga Siegerbox. Die fängigsten Köder der Profiliga zusammengestellt. Je 5 Liga erprobte Gummifische von Fox, Bass Assassin und Zanderkant. 6 Jighaken in den gängigen Gewichten von 10, 15 und 20 Gramm. 10 Einhänger und das alles zusammen in einer wasserdichten Box von Quantum. Bestellen Sie Ihre Profiliga-Siegerbox ganz bequem per Telefon. 02604 978 3x die 7. Schreiben Sie eine E-Mail an kundenservice.shop@paulparey.de oder bestellen Sie direkt auf fischundfangshop.de. Die Profiliga-Siegerbox, jetzt erhältlich.